Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge der Golem-Befreiungseinheit 2.0. Wir sind in der letzten Folge, haben wir die Sicherstufe 2 geschafft. Und jetzt gehen wir in die Sicherstufe 3. Und die sieht so aus hier. So hier. Jodel. Okay. Sieht auf jeden Fall schon extrem aus hier. Füllstandtücke der Behälter. Anweisung. Achso, das ist noch das alte. Hier geht's hoch. So. Oh. Unbekümmert überblickt die Lage. Oh ja. Aktenordner. Und Aufgabe. Bestätigungsknopf Rüdiger. Außerdem sind hier ganz schön viele Lichtbugs, ne? Kann das sein? Das kann sehr gut möglich sein. Schade eigentlich. Okay. Bedienungsanleitung für Sicherstufe 3. Ausgabesituation. In diesem Raum befinden sich 7 Behälter mit je einer Fischanzeige von 0 leer bis 7 voll. Im roten Behälter sind 6 Einheiten Flüssigkeit, im blauen Behälter sind 5 Einheiten Flüssigkeit, im gelben Behälter ist nur eine Einheit. Im violetten Behälter befinden sich jeweils 5 Einheiten Flüssigkeit, im grünen 3. Orangen und türkise Behälter sind leer. So viel dazu. Du kannst den orangen und türkisen Behälter mit Wasser füllen oder entleeren. Wie viel Wasser in den orangen bzw. türkisen Behälter kommt, musst du ausrechnen. Hurra, Mathe. Zum Glück hast du nie in der Schule gefehlt und hast sogar in den Ferien kostenlos Mathe gebraucht. Die Aufgabe findest du im Buch mit dem Titel Aufgabe. Wenn du den orangen und den türkisen Behälter richtig befüllt hast, auf den Betätigungslauf. Bis dann, Digga. Okay, Martin, das ist natürlich ja super geil. Aufgabe. Man füllt den Inhalt von Rot in Blau und den Rest von den Gelb, sodass Rot leer wird. Dann erfüllt man den Inhalt von Blau und Grün, der Rest einmal in Blau. Anschließend füllt man den Inhalt von Violett in Blau und den Rest in Rot, sodass Violett leer wird. Dann füllt man den Inhalt von Grün in den gelben Behälter. Im Überschuss füllt man den Orange, sodass Grün leer wird. Zudem füllt man Rot in Türkis. Welchen Gegenstand hat Orange? Welchen Bildstand hat Türkis? Stelle die Orangen-Regenverstände ein und bestätige damit den Bestätigungsknopf. Yay. Okay. Ist da ein Bananen? Ich kann nicht hoch. Ah, hier sind Blutlöcke. Na komm schon. Schade, dass es hier so rumbackt. Ihr wisst ganz genau, dass ich Jump'n'Run einfach nur hasse. Wow, 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 das war knapp. Ich sehe auch gar nichts. Wollen wir irgendwas machen hier? Diesen Jump'n'Run. Das ist eine Kiste. Auf dem Baum irgendwas? Nee. Oh mein Gott, diese Sprünge, ey. Oh, war das knapp, ey. Die Kiste. Emerald, sehr schön. Ein Scorepunkt. Freue dich. Ich freue mich auf jeden Fall. Okay. Das ist ganz schön kompliziert, ne? Was brauche ich nochmal? Ich brauche, Launcher Keys. Rot ist 6, im Blau 5. Im Gelben ist eine Gelbe. Ich hole mir kurz mal einen Stift hier und schreibe das eben mal auf. Also Rot ist 6, Blau ist 5, Gelb ist 1,
Lila ist 5 und grün ist 3. Und orange und türkis sind leer. Okay. Aufgabe. Rot und blau und der Rest sind gelb. Okay. Dann blau in grün. Das ist in blau. Okay. Blau. Ist blau, oder? Möglich. Das sind hier so Anzeichen, wo Wasser ist, ne? Das heißt, hier ist 1. Hier wohl der gelbe sein, ne? Genau. Ich würde mal den Inhalt von Violett in blau, ja. Der Rest in Rot. Das Violett leer wird. Okay. Boah, das ist ganz schön kompliziert, da muss man richtig nachdenken. Uff. Wenn man Inhalt grün in den gelben Behälter. Ach, den Rest. Wir waren in Orange, wo das Grün leer wird. Zuletzt wird man Rot in Türkis. Glaube, ich habe eine Lösung. Ich weiß aber nicht, ob es korrekt ist. Und zwar, Orange 5, Türkis 1. Das ist Türkis. Also hier Minus, Plus und das muss jetzt sein. Also Türkis 1. Gut. Und Orange 5, wenn ich alles richtig jetzt gemacht habe. Mathe-Profi, wenn das richtig ist. Also 1, 2, 3, 4 und 5. Und jetzt gehen wir kurz mal zum Bestätigungsknopf Rüdiger. Und ich hoffe, das ist richtig, Leute, ey. Ich hoffe, das ist richtig. Ich hoffe es. Aber Kumpel Kürbis hat auch 5 und 1 raus. Okay, hoffentlich ist es richtig, ey. Ach. Sie ausgewogene Rabauke, die Einstufung des Sicherheitsfaktors ist geöffnet. Wissen Sie, was das heißt? Nicht? Schade. Das bedeutet, dass es richtig war. Nice. Aber Kumpel Kürbis hat das auch richtig gehabt. 5 von 1 war richtig. War gut. Ich bin Mathe-Genie. Wow. Das war auf, mit Abstand, glaube ich, die schlechteste Sicherheitskontrolle, ey. So ein Scheiß. Ich hasse Mathe. Das wisst ihr. Okay, jetzt hat sich diese Endstufe geöffnet, ne? Aber eigentlich einfach nur einen Block schnappen und Zettel und einfach die ganzen Füllstandsanzeigen einfach übernehmen und dann. Ja. Sicherheitsstufe, Sektor, Endstufe, ja. Der Sicherheitsgate, Metalldetektor, okay. Oh. Aha, was haben wir denn hier? Führen wir einfach größere Metallgegenstände mit uns rum? Nicht? Das blinkt cool. Ja gut, das jetzt System geht nur aus, wenn wir es mit beschlagnahmtem Metall abschalten. Oh, Durchsage.
ganz sicher, dass du nichts dabei hast. Wir gratulieren den Agenten Gilbert für einen weiteren erfolgreichen Abschluss einer Rettungsaktion. Gilbert, das hast du super gemacht. Ganz toll. Außerordentlich prima. Und prima finden wir prima. Okay, ich habe ja nicht verstanden. Das ist echt komisch gemacht. So wie das im Chat hier verpasst. Also, das ist cool gemacht. Das dauert mir mal lange und er will den neuen Job auf jeden Fall. Ach, hier liegen Eisen direkt vor meinen Augen. Hier nehmen sie und werfen ihn in den Ablage. Vielen Dank für ihre Geduld. Ich mache erstmal Mittag und gehe eine Runde scheißen. Okay. Sehr gut. Ich geh mal zurück. Ich habe vergessen, einen Screenshot zu machen. Denn die wollte ich ja einen Lanternell haben, ne? So. Ha, geschafft. Oh. Kumpel Kürbis wartet schon 30 Minuten. Ja genau, ich habe gerade erst mal 2 Minuten gesehen da oben. Ha. Lüge. Oh, hier sehe ich nichts. Geheimhaltungsstufe over 9000. Streng geheim. Verschwiegenheit bewahren. Absolut vertraulich. Nichts weiter sagen. Öffnen Sie noch heute ein Girokonto. Touristenführung, ja klar. Streng geheim, aber Touristenführung. Keiner weiß noch nichts. Keine Fotos, keine Videos. Tag auf der Tür, 15. Januar. Okay. Wie es weitergeht, seht ihr im nächsten Part. Also wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Abonnieren nicht vergessen und tschüss.